gerade Kunden, die an Haarverlust leiden, mal zuerst zu schauen, stört mich das? Ist es was, was ich ein Problem habe? Weil wenn man kein Problem hat, muss man auch nichts machen. Ne? Also das heißt, wenn ich ein Problem habe, schaue ich, was für Möglichkeiten gibt es. Und da kann man mit dem Haarschnitt sicher mal was machen. Also bei einem Herrn lieber kurz, schön geschnitten und keine Späßchen da auf der Seite wachsen lassen und überlegen. Entweder stehe ich dazu, dann kurze Frisur, schön sauberer Haarschnitt, auch auf der Seite zum Beispiel. Das ist etwas, was viele Leute denken, ja, ich habe nur noch wenige Haare, dann brauche ich auch keinen guten Schnitt. Das stimmt aber nicht, weil die Seitenkonturen, dort sieht man sehr gut, ob das schön geschnitten ist oder ob das einfach nur so ein bisschen rauswächst und dann so eine ganz komische Wildwuchs da gibt. Bei den Damen würde ich empfehlen, mit einem Pony zu arbeiten, dann wird die Ratsnerven auf den Seiten würden dann überdeckt werden und man sieht es nicht. Falls das möglich ist, wäre das eine gute Lösung. Bei Frauen ist der Haarausfall schon noch ein bisschen intensiver von der die Gesellschaft akzeptiert das noch nicht so stark. Wird sehr wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch nicht sein. Beim Herr ist das eher schon etabliert, würde ich mal sagen. Wenn ein Kunde sich nicht einer Operation unterziehen möchte, empfehle ich zuerst mal schauen, gibt es Möglichkeiten mit einer Ampulle zu arbeiten und dort wieder ein bisschen Haare hinzukriegen. Vielleicht reicht das eventuell schon. Oder natürlich dann auch den Zweithaarersatz sich mal informieren und schauen, ob das eine Möglichkeit wäre. Unsere Haarverdichtungsmethode ist nichts anderes als eine künstliche Membrane, die maßgeschneidert wird, wo dass der Kunde oder der Patient eine Haarausdünnung oder eine Glatze hat oder kein Haar mehr wächst. Auf dieser Membrane wird dann echte Haare, und zwar europäische, nicht verarbeitete Echthaare, und zwar genau die gleichen Haare, wie auch der Kunde hat, einzeln hineingestochen. Diese Membrane kommt dann nach einiger Zeit mit den entsprechenden Haaren, die wir bestellt haben, mit 10, 20, 30 cm Haarlänge, und die wird dann geklebt auf der Kopfhaut des Kunden. Wir werden auch einen Allergietest mit ihm machen, wo wir messen oder evaluieren, ob er an den verschiedenen Klebstoffen allergisch wirkt oder nicht. Hervorragend an diesem Haarteil ist, dass man wirklich alles machen kann. Man duscht jeden Morgen, man wäscht die Haare völlig normal, man nimmt die Bürste, man kann sich kämmen, wie man möchte. Man kann sie heute nach hinten kämmen, morgen kann man sie nach vorne, man kann Frisuren wechseln, wie man will, wie wirklich das eigene Haar. Wir haben Hochsportler, wir haben Fußballer, wir haben Sänger, die so ein Haarteil tragen, also jegliche Sportart ist da möglich. Die Haarverdichtungsmethode ist für Leute, die die Lebensfreude verloren haben. Leute, die schon eine Glatze haben, Leute, die eine Haarausdünnung haben, wo nicht mehr weiter wissen, wo auch aber keinen operationellen Eingriff möchten. Gegen eine Haartransplantation sind die Vorteile bei einer Haarverdichtungsmethode, dass man von einem Tag zum anderen die volle Dichte hat, ohne jeglichen Schmerz, also ohne operationellen Eingriff. Und der Nachteil vielleicht bei einer Haarverdichtungsmethode ist, dass die Haare, die man verdichtet, nicht wachsen.